Ja, so ein herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video werde ich dir mal zeigen, wie ich mir Bilderrahmen baue. Wenn du dran geblieben bist, hast du letzte Woche schon gesehen, dass ich eine Vorrichtung gebaut habe, mit der du Bilderrahmen herstellen kannst. Da habe ich aber noch keine Bilderrahmen gebaut. Das werde ich, wie gesagt, heute in diesem Video machen. Da werde ich dir zeigen, wie man diese Vorrichtung benutzt, wie man das Ganze einfach einstellt, wie man zusammenbaut. Und dann sind das hier Stirn-an-Stirn-Verbindungen. Das muss man dann auch noch sichern. Das werde ich dir auch im Video zeigen, wie du das wirklich ohne irgendwelche Vorrichtungen machen kannst. Das ist ganz interessant. Dann zeige ich dir, wie ich hinten diese Blende befestigt habe, damit man das auch nicht sieht und das super einfach geht. Und alles in allem ein schönes Projekt. Speziell, wenn du an Weihnachten vielleicht was selber machen möchtest, ist die Vorrichtung und das, was ich dir in dem Video zeige, bestimmt nützlich. Also viel Spaß beim Video, viel Spaß beim Nachbauen und jetzt geht's los. Das ist wirklich ein Projekt, das habe ich im Prinzip schon vor... Ich muss echt überlegen. Da habe ich gerade mein Abitur gemacht in der Zeit und wir hatten so eine coole Französischlehrerin. Die haben mal gefragt, wie sieht's aus? Können wir nach Paris fahren? Die so, okay, macht einen Bus klar und dann fahren wir nächste Woche Samstag hin. Ja, da sind wir hingefahren und da habe ich mir nämlich auch hier diese wunderschönen Bilder gekauft. Hier vom Moulin Rouge und hier einmal zum komischen Turm. Ne? Ich habe mir überlegt, dass ich mir zwei Bilderrahmen bauen werde. Einmal einen hellen Bilderrahmen und später dann den dunklen Bilderrahmen, aber den seht ihr dann gleich. Im letzten Video habe ich auch extra für dieses Projekt hier eine eigene Vorrichtung gebaut. Mit der werden wir das Ding hier gleich herstellen. Die siehst du gleich, wenn wir sie benutzen. Dazu gibt es ein eigenes Video, oben rechts im Eck verlinkt. Als erstes müssen wir jetzt das Holz herrichten und dafür nutze ich, wie gesagt, hier dieses Holz. Das ist schon gerade, deswegen muss ich es nur noch durch die Dingenhobelmaschine führen. Jetzt müssen wir so langsam anfangen und uns entscheiden, wie breit wir hier diese Holzstücke machen wollen. Ich glaube, das hier ist mir noch ein bisschen zu breit. Ich denke, wenn es ungefähr so breit wären, so 30, wäre das auch schon okay. Also machen wir so 30 breit. Ich werde euch gleich zeigen, wie wir die Bilder ausmessen, um diese Führung zu benutzen. Aber davor werden wir jetzt erstmal ein ganz, ganz feines Kreissägeblatt einbauen. Das ist normalerweise für beschichtetes Material, aber weil das dann jeweils nur 8 Schnitte sind pro Bilderrahmen, werde ich mir dieses Blatt holen, damit die Oberfläche einfach wie geleckt ist. Außerdem seht ihr auch dann gleich den Vorteil, den ihr mit dieser Vorrichtung gegenüber diesen anderen habt. Es gibt ja noch relativ einfache 45-Grad-Vorrichtungen, die funktionieren auch sehr gut, aber man kann sie nicht so einfach einstellen. Um die zu benutzen, muss man dann immer sehr viel anreißen. Aber mit dieser Variante, ihr seht es ja gleich, ist es nicht so. Ich habe jetzt hier in der Maschine ein Dachhohlkehlen-Kreissägeblatt verbaut. Normalerweise ist das hier mein feines Blatt. Das hier ist übrigens ein Kombiblatt. Das hier im Prinzip auch. Und das hier ist halt ein ganz grobes. Ich habe übrigens immer hier solche Schmierblätter. Da schreibe ich mir meistens nur ein paar Maße drauf. Aber genau dafür sind sie hier in der Werkstatt da. Da kann ich mir zwei Maße draufschreiben, kann sie mir zur Kreissäge holen und verschneid mich nicht. Wir müssen nicht die Dicke oder so einberechnen. Das macht unsere Vorrichtung für uns im Prinzip. Wir messen uns jetzt einfach hier die Breite von unserem Bild aus. Das ist in dem Fall, sagen wir mal, knapp 16. Und dann wollen wir ja noch, dass hier unser Bild so circa 6 bis 7 mm im Rahmen verschwindet, damit das nicht lose im Bilderrahmen ist. 15,7 cm. Pro Seite will ich, dass das Bild 7 mm drin ist, also 14 mm, das ist 1,4 cm. Das bedeutet, die oberen Teile müssen 14,3 cm breit sein. Bei den unteren ist es jetzt so, da messen wir auch die Länge, das sind genau 22, minus wieder die 1,4 cm und das sind dann 20,6. Das sind unsere Einstellungen, mehr müssen wir jetzt nicht ausmessen. Die Vorrichtungen legen wir uns jetzt einfach hier auf unsere Kreissäge drauf. Bei 44 Grad Schlitten seht ihr, dass ihr hier keinen Anschlag habt. Das bedeutet, ihr müsst immer im Holz anzeichnen, wo ihr schneidet. Aber hier können wir jetzt einfach auf unser Maß schauen und können hier, dadurch, dass hier eine Schräge dran ist, genau innen unser Maß angeben. Ihr könnt auf jeden Fall einfach 14,3 einstellen. Ihr müsst einfach hier auf die Ecke schauen. Das sind wir auch schon. Und das war's. Mehr müsst ihr hier jetzt nicht machen.
außer zu schneiden. Jetzt legen wir den Bilderrahmen mal so ungefähr zusammen und schauen, wie die Kanten aussehen. Ja, bin ich zu blöd dafür oder was? Vor allem das Ganze liegt jetzt nur da. Gleich spannen wir das mit einem extra Spanner und dann werden die Kanten auch richtig schön zusammengepresst. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns die Teile markieren, denn jetzt fräsen wir nämlich eine Öffnung und ich möchte, dass die ganzen Teile, wie ich sie geschnitten habe, auch, dass das hier die Oberseiten sind. Denn nach unten kann es halt vorkommen, dass da so ganz, ganz feine Ausrisse sind oder das Sägeblatt wieder hier dieses Stück Holz berührt. Also, so wie wir es geschnitten haben, benutzen wir es auch. Also nicht rumdrehen. Ich habe jetzt den ersten Gang gefräst von unserem Falz und jetzt stelle ich den Fräser noch mal ein Stückchen höher und das muss einfach nur ein klein bisschen über hier dieser Platte sein. So, und jetzt können wir nämlich den nächsten Gang fräsen. Jetzt zeige ich euch was relativ Cooles, was ich mir geholt habe. Und Moment. Wir haben jetzt den Falz gefräst und jetzt können wir es auch gleich schon verleimen. Was benutze ich zum Verleimen? Ich habe hier so einen Bilderrahmenspanner, den habe ich mir vor kurzem geholt, weil ich auch echt mal öfters jetzt was mit 45 Grad Verleimung machen möchte. Und damit könnt ihr es einfach richtig gut zusammenspannen. Ich weiß, es gibt diese Klebeband-Variante, die habe ich auch schon teilweise ausprobiert. Da macht ihr dann Klebeband um die Kanten, aber da habe ich bis jetzt noch nie richtig, richtig gute Erfolge erzielt. Und vor allen Dingen, wenn ihr das richtig spannt mit diesem Spanner, dann drückt ihr die Ecken auch richtig zusammen. Das seht ihr hier, da sieht man dann wirklich keinen Übergang mehr zur anderen Holzsorte. Also wenn ihr zum Beispiel nur mal angenommen mit MDF 45 Grad Verleimung machen möchtet, bekommt ihr eine bessere Verleimung, wenn ihr da auch richtig Druck drauf bringt. Es geht mit dem Klebeband halt nicht so wirklich. Aber hier mit diesen Spannern geht's definitiv. Hier dieser Spanner kostet ein paar Euro und vielleicht will nicht jeder das Geld dafür ausgeben, aber da gibt es noch eine günstigere Alternative. Die werde ich gleich benutzen müssen, weil ich habe von dieser großen Variante eh nur eine. Aber weil ich zwei Bilderrahmen bauen möchte, werde ich hier diesen dann noch für den kleineren benutzen. Das ist speziell für euch interessant, wenn ihr jetzt vielleicht für Weihnachten Bilderrahmen bauen möchtet und die an eure Verwandten verschenken möchtet. Ich habe euch die Teile unten mal verlinkt. Müsst ihr für euch ausmachen, ob ihr euch diese Variante holen möchtet oder die etwas günstigere. Hier diese Variante, die passt sich auch noch den Rundungen an. Da könnt ihr auch zum Beispiel das um den Baum rumspannen oder auch einfach ein Möbelstück unten komplett zusammenspannen. Ich denke, der hier ist ein bisschen universeller, kostet aber ein paar Euro mehr. Aber ich bin gespannt, für welche Projekte ich diese Variante hier noch benutze. Auf jeden Fall habe ich euch beide unten mal verlinkt. Schaut es euch einfach mal an. Vielleicht sind die ja für euch passend, wenn ihr jetzt in Zukunft auch ein paar Bilderrahmen bauen möchtet. Oder was ähnliches. Weil das Oberflächenbild schon so gut ist, müssen wir auch gar nicht viel schleifen. Die Innenseiten werde ich jetzt schnell schleifen. Und vor allem werde ich hier den Grat ein bisschen wegnehmen, damit man sich da nicht wehtut. Aber die Sichtseiten, die werde ich später schleifen, wenn das Ding verleimt ist. Als erstes werde ich jetzt hier den Spanner mal auf die ungefähre Länge bringen. Da drückt ihr einfach hier den Knopf. Da könnt ihr das Seil hier ein bisschen rausziehen. Das mache ich jetzt schon, damit ich gleich einfach nur noch die Ecken rumlegen muss und es verspannen muss. Ich alter Spanner. So, du kommst auch hin, mein Freund. Hier diese Teile kann man auch übrigens ganz rausmachen. Dann kann man damit vielleicht irgendwie sich selbst helfen, wenn man alleine was an der Decke festspannt. Keine Ahnung. Wie gesagt, es gibt ja so viele Verwendungszwecke hierfür. Und jetzt kommt überall Holzleim drauf. Was ja auch immer ganz gut hilft, ist die Teile zu nehmen und in den Ecken alles mal zusammenzupressen und dann kleben die oder die haften schon so ein bisschen zusammen. Und jetzt könnt ihr langsam anfangen, hier den Spanner zusammenzuziehen. Ich merke gerade was. Ich merke, es macht mehr Sinn, wenn der Spanner hier in der Mitte ist. Für jedes Mal Spanner sagen, eintrinken, das wäre nicht gut. Bauen wir langsam, ganz langsam Druck auf. Jetzt bringe ich hier unseren Bilderrahmen in die Mitte, damit die Spannung auch gleich ist. Ich schaue jetzt auch einfach, dass die Kanten
gleich liegen. Und das tun sie bis auf hier, aber das ist auch wieder nur minimal. Und jetzt gebe ich ihm noch einen Klacker und dann haben wir auch hier schön Spannung drauf. Und wir sehen hinten auch, dass der Holzleim schön rausquillt. Und das hält dann auch richtig gut. Also diese Spannung hier, würde ich mal behaupten, würdet ihr mit Klebebanden nicht hinbekommen. Wenn dieses Teil jetzt hinter mir trocknet, werde ich schnell nochmal Holz vorbereiten, um den zweiten Bilderrahmen herzustellen. Und dieses Mal werde ich... So, jetzt können wir anfangen, hier diesen Bilderrahmen ebenfalls zusammen zu verleihen. Und hier hat auch alles natürlich wieder richtig gut funktioniert. Schauen wir uns das mal kurz an. Das schaut aber gut aus. Wir haben jetzt diesen anderen Rahmenspanner und das ist im Prinzip ein Ratschengurt mit diesen Kandeln hier. Und mit denen könnt ihr halt eben auch super viel Spannung auf euren Bilderrahmen bringen und den halt ordentlich verleimen. Das schaut sehr gut aus. Jetzt können wir Holzleim dran bringen und das verleihen. Außerdem nur mal so als Intro für euch, falls ihr irgendwie eine Werkstatt am Aufbauen seid, baut euch vielleicht, wenn ihr euch eine Werkbank baut, einen Bereich nur mit diesen Platten hier, die es beschichtet. Da hält nämlich der Holzleim da nicht drauf. Dann kann das zum Beispiel euer Leimtisch sein. Wenn da nämlich Holzleim drauf tropfelt, dann könnt ihr das einfach mit dem Schaber wegmachen und ihr habt immer noch eine plane Oberfläche. Würde ich, wenn ich eine größere Werkstatt hätte, würde ich wahrscheinlich so machen. Wie eben werden wir jetzt einmal alles mit den Fingern so ein bisschen zusammenquetschen, damit es als mal nicht mehr so schnell wegrutscht. So, der muss ein bisschen hoch. Jetzt bringen wir wie eben auch erstmal ein bisschen Druck drauf. So, die Teile hatten jetzt genug Zeit zum Trocknen und wir können sie jetzt mal ausspannen. Das schaut doch sauber aus. Wir haben hier jetzt nur eine Stirn-auf-Stirn-Holz-Verbindung. Allein der Leim hält das jetzt zusammen, aber das ist nicht wirklich stabil. Und man kann in der Regel, solche Splinte reinsetzen. Das werde ich diesmal nicht machen. Dafür werde ich mal dann lieber eine extra Vorrichtung bauen. Wir werden Holztübel einlassen, damit es noch ein bisschen stabiler ist. Was denkt ihr, zählt es Multiplex zu hobeln? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Auf jeden Fall habe ich gerade das Multiplex zugeschnitten. Jetzt muss ich nur noch hier dieses Brettchen zuschneiden und dann haben wir schon die Bretter für in den Bilderrahmen rein. Ich werde euch jetzt mal die Bilderrahmen zeigen. Speziell hier dieser werde ich euch mal gerade zeigen, wie die 45 Grad Verleimung geworden sind. Und ich bin wirklich sprachlos, denn die sind einfach... perfekt. Die sind einfach perfekt. Ich zeige es euch mal im Nahen. Ich werde jetzt extra mit der Kamera so nah wie möglich mal ranzoomen. Zack. Da seht ihr schon die erste Kante. Also die erste Verleimung. Die sieht super aus. Die ist ebenfalls richtig gut geworden. Noch eine. Und hier ist noch eine. Hinten dran sieht es genauso aus. Wobei, das ist das, was ich gemeint habe. Hinten solltet ihr solltet immer die Schnittkante nach oben lassen, wie ich eben gesagt habe. Und natürlich sieht es hier genauso aus. Hier sieht man sogar noch weniger. Und jetzt kommen wir zum Finish. Welches Finish benutze ich? Ich habe mir tatsächlich mal überlegt, dieses Mal Lack zu benutzen, aber sind wir mal ehrlich, eigentlich atmen wir genug Staub ein, wenn wir hier irgendwie schleifen und. Und lackieren muss da nicht unbedingt noch sein.
Ich mache da wieder meinen Wachsfinish drauf. Wie jedes Mal ist es unten verlinkt und ich habe es gemacht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es euch ja mal anschauen. Und außerdem ist mir auch mal aufgefallen, wenn ihr zum Beispiel Leinöl benutzt, bin ich ja mittlerweile gar nicht mehr so der Fan von, dann muss man eigentlich Handschuhe anziehen, weil da der Mittel drin ist. Und am Strich ist es halt einfach, es ist einfach nicht so fein. Obwohl es auch berechtigt ist. Aber jetzt zeige ich euch mal wieder mein Finish, wie auf diesem schönen Meranti aussieht. Das ist wirklich extrem, wie sehr dieses Holz jetzt nachdunkelt, wenn man da Finish drauf bringt. Aber es gefällt mir auch richtig gut. Ich schleife das auch mittlerweile alles gar nicht mehr so extrem hoch. Das hier habe ich jetzt einmal bis zur Körnung 180 geschliffen. Das reicht auch in dem Fall vollkommen. Das fasst man ja auch nicht so oft an. Ist immerhin noch schön glatt. Aber jetzt bis 240, 320 muss man das hier nicht unbedingt schleifen. Finde ich. Meine Rückbretter werde ich gleich auch noch Finish geben. Aber bevor wir das machen, müssen wir was ganz, ganz Wichtiges machen. Dafür holen wir uns hier eine Feile. Feilen eine Kerbe hier rein. Wofür die ist, seht ihr übrigens gleich, wenn wir das Ding dann zusammenbauen. So in etwa. So, jetzt können wir anfangen, den Bilderrahmen erstmal zusammenzubauen. Und ich habe mir hierfür extra Handschuhe angezogen, damit ich die Glasscheibe nicht von innen vertatsche. Nehmt mal bitte hier an der Umfrage dran teil, ob ihr schon mal in Paris wart und ob ihr hier dieses Gebäude, ob ihr das schon live gesehen habt. Ist eigentlich ganz schön. So, jetzt kommen wir hier mit diesem Brettchen. Das habe ich eben zugeschnitten. Und hier habe ich einen kleinen Trick für euch. Also erstens schaue ich jetzt, dass vorne noch kein Dreck drin ist. Und ich habe mir hier einen Anschlag genommen. Als nächstes hole ich mir eine Spitzzange, damit ich den Nagel festhalten kann. Und schlage den Nagel mal hier rein, wenn ich es dann hinbekommen würde. Als nächstes petzt ihr die Spitze vom Nagel weg. Und schlägt die Nagel mit dem Dorn weiter rein. Das machen wir jetzt an allen vier Seiten. Dann ist das Bild auch fest. Natürlich gehört ein Bilderrahmen an die Wand und dafür gibt es hier solche Halbzeuge. Das habe ich mir auch extra mal bestellt. Aber ich habe in meinem Zimmer eh wirklich, wirklich wenig Platz, um die Bilder aufzuhängen. Deswegen werde ich sie wieder an mein Bücherregal schräg reinstellen. Aber es gibt hier solche Baukästen, da könnt ihr dann mit ein paar Bilderrahmen bauen und könnt ihr auch echt stabil aufhängen. Ich werde sie jetzt aber nicht anbringen, weil ich es halt einfach in mein Regal reinstellen werde. Die beiden Bilderrahmen sind jetzt fertig und ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktionieren würde. Gerade mit der Vorrichtung konnte man sie richtig schön schneiden. Mit den Spannern konnte man sie gut verleimen. Und da kann ich auch gerade noch ein paar Wörter zu den Spannern sagen. Ich muss sagen, um Bilderrahmen herzustellen, hat mir hier dieser Spanner besser gefallen. Er ist halt auch ein paar Euro teurer. Gerade für so feinere Dinge ist der hier ein bisschen gefühlvoller. Aber wenn ihr ein paar größere Bilderrahmen bauen möchtet, reichen auf jeden Fall auch hier diese Spanner. Und die kosten echt nicht viel. Also die kann man sich ruhig mal holen. Und ich blende euch hier auch mal noch schnell einen Ausschnitt ein. Da habe ich mich auch schon mit solchen Spannern versucht, einen Rahmen zusammenzuspannen. Und musste dann Hölzer unterschlagen, damit ich es zusammenbekomme. Und hätte ich die Teile hier schon vorher gehabt, dann wäre das definitiv viel, viel einfacher gegangen. Ihr könnt es halt auch natürlich als normalen Spanngurt dann benutzen. Ich habe das mit der Firma Wolfkraft zusammen gemacht. Die haben mir diese Sachen auch zugeschickt. Schaut es euch einfach mal an. Alles unten in der Videobeschreibung ist halt auch verlinkt. Und jetzt hängt es an dir. Du kannst mir gerne mal schreiben, wie dir diese Bilderrahmen gefallen. Mir gefallen sie richtig gut. Vor allem passen sie schön zusammen. Das eine Holz ist schön hell und das andere Holz ist schön dunkel. Gerade wenn ihr auch noch keine Vorrichtung habt, um hier diese diese Schlitze zu schneiden, sind diese Holzdübel eine echte Alternative. Die gefallen mir auch richtig gut. Ich glaube sogar bald besser als diese Schlitze. Alles in allem richtig schönes Projekt. Das ist auch ein gutes Projekt, wenn sie es dann in ein paar Wochen, Monaten Richtung Weihnachtszeit begibt. Dann sind das solche klassischen Projekte, die man immer schön für Oma, Opa, Freundin, Mutter, Vater machen kann. Die funktionieren einfach immer. Und wenn ihr euch einen coolen Anschlag baut, könnt ihr schnell hier diese Bilderrahmen bauen. Und wenn ihr euch dann noch, wie gesagt, ein paar von diesen Zwingen holt, könnt ihr die auch gut verleimen. Schreib mir gerne deine Meinung in die Kommentare, wie dir diese Bilderrahmen gefallen. Ich sage tschüss, bedanke mich, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist und sag bis zum nächsten Video mal. Tschüss!